Hallo, einen recht herzlichen schönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal, das heißt auf Pips Kanal. Da er guckt schon ganz grimmig und blau, weil ich bin ja Flaffo, ich bin der Außenreporter von den Ereignissen auf Planet Barb. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir als letzte Mal reingeschaut haben auf den Planeten. Und wir waren zuletzt in der Zivilisationsphase, das sind wir jetzt natürlich noch immer. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht groß rumquatschen. Es geht jetzt schnurstracks weiter in unsere Galaxie. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jetzt geht's dann los. So, dass ich auch auf die richtigen Knöpfe drücke. Dumm. Und tada, da sind wir schon. Und wo ist Planet Barb? Hier. Halt. Und los geht's in der Zivilisationsphase. Wie geht's euch so? Alles gut? Alles noch fit? Ja, jetzt dürfen wir ja schon so langsam rausgehen. Ich hoffe, dass es bald wieder Kinos gibt. Na gut, Kinos gibt es, aber man darf nicht ins Kino gehen. Und die Lieblingsfilme, die wo jetzt momentan im Kino laufen würden, werden ja gestreamt. Und da freue ich mich trotzdem drauf. Ja, also, aber jetzt geht's los. Jetzt sind wir auf Planet Barb und wir bauen unsere Zivilisation weiter auf. Oh, so hört man den Sonnenaufgang an. Der Untergang. Ziemlich cool. So. Jetzt. Das sah jetzt erstes Mal im All und so aus. Haus. Häuser sorgen für Zufriedenheit. Das ist ja klar. Je gemütlicher das Heim ist, umso zufriedener sind auch die Menschen. Das heißt Menschen, die Babylaner, die Bevölkerung. Ja. Das alles ein bisschen schnell und ratzfatz. Schlecht. Also als ob ich es nicht schon gebaut hätte, das Fenster. So. Ja, sieht auch ganz gut aus, ne? Ich finde das ganz nett. Ja, ein Fabian aus Beschreibung. Mein Zuhause. So. Wunderbar. Unterhaltung und Fabrik. Oh, Unterhaltung. Unterhaltung ist auch wichtig. Ja. Was nehmen wir da? Dann nehmen wir mal das hier. Das gibt unser Kino. Toll. Mal ein tolles Dach.
höher. Ach nee, Fenster gibt's keine. So. Sieht doch gut aus. Irgendwelche Details. Hm. Ach, das sieht ganz nett aus. Nehmen wir das. So. Kino. YouTube. Bestes Kino. Ab. Ah. Ja. So, wir brauchen eine Fabrik, damit unsere Bevölkerung auch was zu arbeiten hat. So. Fußrülpser brauchen wir aber auf jeden Fall. Aber sowas von. Fußrülpser, das muss sein. Luftbetrieben. Ja. So. Steampunk-Mühl. Steampunk ist cool. So. Volle Fabrik. Immer das. Flipperfabrik. Fabrik. Quantum GmbH. Flipper und Co. So. Da will man doch gerne arbeiten. Zack. So. Spaß. So, sehr schön. Schön, oder? So, jetzt wird es aber Zeit. Was hier? Aber wir kaufen ein Wasserfahrzeug. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja. Religion, Wasser, Luft. Das geht noch gar nicht, oder? Machen wir mal ein Luftfahrzeug, damit wir übers Wasser können. Oh je. Ja, erobern die Lüfte. Thank you.
Satz mit X war mal nix.
verwirrt. Das ist komisch. Wasserfahrzeug. Kann man ja nur am Wasser machen. Ja, so Caps hier. Oh, Unzufriedenheit. So. Jetzt geht's euch doch bestimmt besser. Sagen, hey, so sieht doch kein Schiff aus und so weiter. Das soll ja auch nicht auf der Erde sein. Das darf man nicht vergessen, das ist ja auf Planet Barb und nicht auf der Erde. Ja? Unsere Macht nur steigern. Wir sind einfach da hier. Großartig. Wunderbar. Wir sind jetzt alle angetrieben.
Der wird überrascht. Dass du mit Blaunation Handel treibst, das muss sofort ein Ende haben. Das ist die Geldnation, wo wir bereits angegriffen haben. Die Geldnation ist nicht so groß wie wir, Blaunation. Tja, wenn du unsere Verluste mit 4000 Sport-Dollars ausgleichst, in Ordnung, freut mich, dass wir uns einig sind. Ach, vielen Dank und auf Wiedersehen. So. Da, Hocker. Thank you.
Oh, es wird Zeit, dass du uns respektierst, wenn man was ist hier Geldnation los? Was ist mit der Geldnation los? Wenn wir jetzt sagen, du bekommst das Geld, aber nur über unsere Leichen, dann greifen sie uns an. Dann ist Krieg. Also schön, wir wollen dieses Bündnis schließlich nicht gefährden. Okay, einmal nur. Eine Chance. Leute. Eine epische Kreatur. Guckt euch das mal an. Ein Schmetterburger. Ach, du liebe Zeit. Und es ist noch ein Orangedorf aus der... Schaut euch das mal an, aus der Stammesphase. Wir haben intensiv über deine Antwort nachgedacht, aber es interessiert uns nicht. Bestimmt nicht. Na gut. Das ist noch, die sind noch in der Stammesphase. Und hier haben wir eine epische Kreatur. Ja, leider nicht den Tweeter oder den Tweeter, ja. Und irgendwas anderes sieht ein bisschen mittelalterlich aus. Sauer ist er trotzdem. Oder sie. Aber egal. Das hier. Sturm. Ja, da werden wieder Erinnerungen wach aus uralten Zeiten. Ja. Gehen wir wieder zurück an unsere... Wo ist er jetzt hin, der Schmetterburger? Ja. Lassen wir ihn in Ruhe. Gehen zurück. Super, wir haben. Oh, was eine Aussicht. Sehr gut, wir haben den Gewürzgeist hier. Sehr, sehr gut. Jetzt. So, jetzt müssen wir aber überlegen, wie geht's weiter. So. Stadthafen Handelsroute benötigt, eine andere Handelsroute eingerichtet. Oder was bedeutet das hier, dass die Handelsroute eingerichtet wird? Die Geldnation ist die, die so Stress macht. Wir verlangen nur $8,900. Das ist Sportdollar. Also schön, oder? Nur über unsere Leichen. Okay, wir bleiben friedlich. Aha. Ich
irgendwas tun. Wir bestechen hier die Arbeiter. Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir können von der Blaunation was. Diese Bohrinsel. Abgelöst. Oder? Ah, wahrscheinlich, weil die militärisch sind. Oder? Gut. Dann machen wir das halt mal. Bauen wir was Militärisches. So. Landfahrzeuge. Heute. Ah, ne. Müssen jetzt noch extra Häuser entwerfen? Nein. So, Kohle haben wir nicht genug. So. Großangriff.
3, 1. Weitere epische Kreatur, schaut euch das mal an. Schaut euch die Prachtkerl mal an. Surgin. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Könntest du Blaunation im Krieg erklären? Für 2000 Spor-Dollar. Klingt gut. Also legen wir los. Und im Angesicht einer epischen Kreatur, vor der wir gezittert hätten, wenn wir noch in der Kreaturenphase gewesen wären, starten wir einen Großangriff. Das muss bleiben. Das ist ein Großangriff. Starten wir einen Großangriff. Kremlinov-Chef! Mischgejörg! Kimlap-Nischut! Diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Uff. Problem. Shoot him!
ist nicht möglich. Aber noch einen Kontakt herzustellen. Kennen wir ja schon. Ne? Perfekt. Von wo greift die an? Ja, Leute, Krieg kostet Geld. Kayak, Neskablem, Rubric Ukavu Trasim, and oh, Frizzy! Oh, Clown and Clash! Driven at clock and Riffian Clut. Unser Militär sammelt sich an deinen Grenzen. Wir grüßen nur, um dich zu verspotten. Jetzt. Wir kommen geschenkt, nimmst du sie an, unser Volk bewundert deine riesigen Länder ein. Schaffen wir es? Schaffen wir es wieder, Frieden zu schließen? Ist das möglich? Wieder angreift, dann
Sanitalide, Halle Magdutagasa. Hamandine Gay Haiti. Gerti. Da geht aber auch her. Momentan bin ich ein bisschen zu unterstützen. Was wir jetzt machen. Laune, dass du uns verscherzt. Und zwar gründlich. Shiva habe ich jetzt genug. Und greifen uns an. Ich glaube, es ist kein Frieden mehr möglich. Also echt jetzt nicht mehr. Ah.
Sherm! Sigma Sherm! Against us! Einfach dann mit der Gelbnation uns wirtschaftlich irgendwie einigen oder wirtschaftlich erobern. Die Blaunation, das ist nicht mehr zu retten. Mit denen kann man keinen Frieden mehr schließen. Ich glaube, es ist auch nur noch diese eine Stadt da. Wenn die weg ist, wie auch immer, dann werden wir die Gelbnation. Ja, anders, weil die Blauen sind am Ende, da gibt's nichts mehr. Von denen gibt's, die haben nichts mehr. Dann soll es das für heute gewesen sein. Mal wieder, jetzt warten wir noch ab, was die Gelbnation zu unserem Handelsvorschlag sagt. Dann heute Schluss machen mit dem Lautsinn. Dann werden wir das mit der Generation erobern, indem wir friedlich und wirtschaftlich mit den Küsten des Ganzen machen. Aber jetzt sind unsere Schiffe Stammwendet an. Oh nein. Wunderbar. Oh, jetzt schon auf. Fahrzeug herstellen. Gut, dann werden wir in der Stadt Bär das nächste Mal Luftfahrzeuge, Landfahrzeuge herstellen. Und damit wir uns besser verteidigen können.
Und ja, dann gucken wir. Gucken wir, wie es das nächste Mal weitergeht. So, komm wieder. Der Red Panda. Ja, und gucken, wie es das nächste Mal weitergeht. Ob wir es schaffen, den Planeten ganz zu erobern. Natürlich schaffen wir das, weil wir wollen ja in die Weltraumphase, wobei das auch irgendwie ein bisschen unrealistisch ist. Man kann ja auch die Weltraumphase erreichen, wenn andere Nationen noch da sind. Warum muss man da den ganzen Planeten erobern? Aber es ist egal, es ist ja nicht auf der Erde, das ist Barb. Und auf Barb ist das eben so, ja. Gut, ich wünsche euch eine schöne Restzeit noch, eine Restwoche. Bleibt neugierig und bleibt brav. Und zum Schluss sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir schalten noch ein letztes Mal live auf Barb und eine kleine Rundreise. Genießt die kleine Rundreise über Barb. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.